Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, welche Einstellungen man im lokalen Modus, also im Singleplayer, wenn man alleine spielt, treffen kann und welche Auswirkungen es haben. Ich werde einige dieser erklären, einige auch wahrscheinlich nur kurz anschneiden, weil vieles ist auch rumprobieren. Und ich werde euch im Endeffekt erklären, welche Einstellungen solltet ihr am Anfang treffen, die im Spiel ändern, irgendwie doof sein könnten und welche nicht so schlimm sind, wenn man die später ändert noch. Da gehen wir erstmal alle durch. Also, man geht auf lokales Spiel und dann seht ihr, wir haben hier auf jeden Fall eine Reihe an Einstellungen. Dann haben wir nochmal erweiterte Einstellungen. Und wir haben hier nochmal Engramme, aber das machen wir, wie gesagt, zum Schluss. Wir gehen mal die Reihenfolge durch, Leute. Wir fangen mal mit der ersten und eigentlich wichtigsten Einstellung an, die ihr am Anfang treffen solltet. Später würde ich sie nicht mehr so oft ändern. Für die, die auf den Konsolen spielen, nicht wundern, dass hier drüben Mod-Einstellungen stehen. Das ist nur für den PC, aber die rechte Seite ist vollkommen uninteressant. Uns geht es heute nur um die linke Seite. So. Schwierigkeitsgrad, Leute. Standardmäßig ist 0,2. Man kann hier oben auch einmal auf Standard zurücksetzen, falls man was verschoben hat, hat man hier den Standardwert. 0,2 im lokalen Modus ist wie 1,0 auf Servern zum Beispiel, weil lokaler Modus hat ein bisschen andere Werte im Vergleich zu Servern, das ist ganz wichtig. Ich würde euch empfehlen, spielt einfach auf 0,2. Das ist der Standardwert. Das sind Dinos maximal Level 150. Tech-Tiere müssen 180 sein. Wyvern 190. Ist so der Standardwert. Ihr seht aber, wenn ihr hier drüber geht, wirkt sich auf die Stufe der Kreaturen und die Qualität in den Versorgungskisten aus. Das heißt, so höher ihr das hier stellen solltet, so höher spawnen die Dinos, so höher ist auch die Waffenprozente, die droppen können, weil klar, stärkere Dinos, ihr braucht auch stärkere Waffen und Rüstung. Natürlich kann ich euch nicht genau sagen, Leute, was jetzt hier bei 0,292 rauskommt und was bei 0,669 rauskommt, weil ihr seht, man kann das halt sehr krass drehen. Deswegen, ich würde sagen, lasst das standardmäßig einfach auf 0,2. Wenn ihr das später ändert, kann es halt bei eurer Zucht Auswirkungen haben. Weil jetzt mal als Beispiel, ihr spielt mit 0,2 und habt Dinos auf Level 150, zähmt die, dann sind die 225 nach Tame, wenn ihr sie max tamet. Und dann sagt ihr nach 3 Monaten, aber ich will wieder auf 1,0 spielen. Und die Dinos spawnen auf einem höheren Level, dann sind eure vorigen Zuchten uninteressant gewesen. Deswegen würde ich sagen, überlegt euch da was ihr am Anfang haben wollt und spielt damit dann einfach. So, Dino-Schaden, klar, wie viel eure Dinos Schaden machen. Also das könnt ihr hochbringen, hoch und runter machen, wie ihr gerne möchtet. Das kann man auch später noch anpassen. Halt mehr Schaden und weniger Schaden. Genau wie als Spieler wollt ihr mehr Schaden als Spieler machen oder weniger Schaden machen. Strukturenschaden ist, wie viel Schaden die Strukturen bekommen. Auch da wird zum Beispiel Barrikaden, wenn ihr sie aufrichtet, auch da, Leute, sagt ihr, ah, nee, die machen mir alle zu wenig Damage an Strukturen, macht's hoch oder runter. Resistenz bei Spielern ist, wie viel regelt die Skalierung der Schadensresistenz der Spieler, wenn ihr angegriffen werdet. Damit ist auch gemeint, durch wie viel halt Schaden ihr kassiert. Sagt ihr, oh, ich würde gerne lieber ein bisschen mehr Resistenz haben und weniger Schaden kassieren, dann macht das einfach nach oben. Ja, Resistenz der Dinos, das gleiche, wollt ihr, dass eure Dinos weniger Schaden bekommen, macht es hoch oder einfach auf Standard, wie ihr halten möchtet. Resistenzstrukturen, das gleiche bei euren Strukturen. XP, auch da, Leute, standardmäßig finde ich es eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, ah, ich level mir einfach viel zu langsam hochschrauben. Ja, auch da. Zähmgeschwindigkeit natürlich, Leute, das beeinflusst, wie schnell ihr eure Dinos zähmen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel Dododex nebenbei nutzen. Ich würde es ausprobieren. Das ist eine Sache, die könnt ihr auch im Nachhinein noch ändern. Sagt ihr, ah nee, mir hat der Rex mit Kibbel mit, keine Ahnung, 25 Minuten einfach zu lang gedauert. Dann macht beim nächsten Starten einfach auch die Einstellung höher und dann dauert das Ganze halt dementsprechend kürzer. Probiert da ein bisschen rum, was für euch irgendwo richtig ist. Strukturen, Schadensreparatur, Abklingzeit, also das ist die Sekundenanzahl, nachdem ihr eure Struktur wieder reparieren könnt, ist eigentlich nicht so wichtig, könnt ihr so lassen. Dino-Geschützschaden. Hier auch heute die Werte, den Prozent, den der Dino, den Geschütze an Dinos verursachen, also eure Geschütze. Höhere Werte erhöhen den Schaden, den Dinos bei Rohstoffen, Ernten und Sammeln zufügen. Das heißt, so mehr Schaden ihr macht, so mehr erntet ihr auch ein bisschen ab. Also auch da, Leute, probiert ein bisschen rum, wenn es für euch okay ist. Erntemengen genau das gleiche. Wollt ihr, sagt ihr, na, nee, ich farm einfach zu wenig, buff, Erntemenge einfach hoch. Was der Verbrauch ist, Leute, sagt ihr, ich habe zu oft Durst. Dann stellt sie runter, sagt, nee, ich habe nicht oft genug Durst, macht's hoch, aber das macht eigentlich keinen Sinn, also eigentlich eher runter oder ganz aus. Wenn ihr sagt, ihr wollt gar nicht trinken, dann einfach ausmachen, genauso wie beim Nahrungsverbrauch bei euren Spielern. Das kann man auch bei Dinos machen. Sagt, soll der Nahrungsverbrauch bei Dinos geringer sein, also sollen weniger fressen, macht es runter.
Ausdauerverbrauch bei Spielern, auch wie bei Dinos, sagt ihr, ah, nee, passt mir nicht, dann schraubt es runter, dann haben sie mehr Ausdauer, es hält länger. Gesundheitsregeneration bei Spielern, wie euer Leben regeneriert, auch das könnt ihr im Endeffekt einfach hochschrauben, wenn ihr sagt, ich regeneriere zu langsam. Das gleiche auch bei Dinos natürlich, wenn ihr sagt, die regenerieren auch da zu langsam. Spielerernteschaden ist das gleiche, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach, wie viel ihr abbaut. Ja, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt zu wenig als Spieler mit einer Axt zum Beispiel, könnt ihr auch das hier einfach nochmal hochschrauben. Das Prinzip die Dino-Anzahl auf der Karte, Leute, lasst es einfach Standard, macht da nichts. Entfernung zum Spielleiter. Wenn ihr mit anderen Leuten zusammenspielt, dann könnt ihr hier die Entfernung etwas erhöhen, dass ihr halt in der Nähe eures Hosts so gesehen bleiben müsst. Ja, wenn ihr zusammenspielt, macht das schon Sinn, das vielleicht mit reinzunehmen, wenn eure Performance das auf jeden Fall mitmacht. Jetzt kommen ein paar Sachen, Leute, die ihr einfach nur anklicken müsst. Also Third-Person-Kamera erlauben, klar, wollt ihr halt Third-Person spielen, macht eins rein. Wollt ihr einen globalen Sprachchat haben, also in-game, ihr wollt euch Discord oder sowas quatschen, dann macht den rein. Ihr habt den lokalen Chat, wenn ihr in-game mal schreiben wollt. Nachricht bei Beitrittsausstieg, wenn jemand rausgeht, dass ihr das seht. Genauso wie wenn jemand beitritt, dass ihr eine Meldung oben bekommt, ist beigetreten. Admin-Protokollierung, ja, ermöglicht halt die Protokollierung der Admin-Befehle. Dann seht ihr halt, welche Befehle genutzt worden sind, ob ihr das braucht, ist eine andere Sache. Fadenkreuz mache ich immer an, weil hat man in der Mitte als Bildschirm ja dieses kleine Fadenkreuz, wenn man beispielsweise Waffen nutzt, finde ich sehr angenehm. Ja, wollt ihr euer HUD immer ausblenden, ist eigentlich sinnlos, weil da habt ihr unten eure ganzen Leisten nicht mehr im Bild. Also einfach im Prinzip den Haken nicht reinmachen. Wollt ihr keine Lootkisten haben, macht einen Haken rein. Hardcore-Modus. Ja, also wenn ihr im Prinzip sterbt, dann wandert ihr auf Level 1. Also wenn ihr Hardcore-Modus haben wollt, Haken rein, wenn nicht draußen lassen. PvE natürlich, wenn ihr mit Leuten zusammenspielt, könnt ihr euch, wenn ihr in verschiedenen Tribes seid, nicht mehr bekriegen. Wenn ihr euch aber bekriegen wollt, dann lasst es draußen. Wollt ihr euch nicht bekriegen, macht einen Haken rein. Wollt ihr euch bekriegen, macht einen Haken raus. Beschuss durch eigenen Stamm, das heißt im Endeffekt, ihr könnt eure eigenen Spieler zum Beispiel angreifen. Also Aktivierung, Schalter für Antifire, für Dinos, Strukturen und Stamm ist wieder im PvP ab. Das heißt, habt ihr diesen Haken hier drin, könnt ihr nicht mehr mit dem Schwert euren eigenen Dino töten. Macht ihr diesen Haken raus, könnt ihr es jetzt zum Beispiel im Dungeon euren eigenen Dino töten oder halt euren eigenen Tribe-Mitglieder. Position auf der Karte würde ich euch empfehlen, macht den Haken rein. Das ist, wenn ihr die Map aufmacht, dann seht ihr einen blauen Pfeil, wo ihr gerade seid. Solltet ihr schon mit drin machen. Ja, wenn ihr Tribut-Download ausmacht, schaltet das Herunterladen jeglicher Daten von Spielern ab. Das heißt, ihr könnt halt keinen Charakter mehr herunterladen, wenn ihr den Server wechselt. Also, ja, lasst es einfach draußen. Das gleiche auch beim Dino-Item. Einfach alle Haken draußen lassen. Maximale Schwierigkeit. Du kannst halt sagen, hier legt die maximale Dino-Level auf 150 fest, egal welche Karte. Dann sind es halt immer Max. Ob man das halt haben will, ist eine andere Sache. PvP Gamma aktivieren ermöglicht lokalen Bearbeitung der Gamma-Einstellung. Das heißt, wenn ihr den Haken drinne habt, dann könnt ihr die Helligkeit im Spiel auf dunkel und hell einstellen. Ist ja eigentlich schon interessant. Spieleinstellung verwenden, ändert verschiedene interne Spielstatistiken, um Spielerfahrung für einzelne Spieler oder kleinen Gruppen zu beschleunigen. Könnt ihr eigentlich drin lassen. Leichenfinder würde ich auch drin lassen. Das heißt, wenn ihr sterbt, habt ihr so einen grünen Lootstrahl. Wenn ihr den draus macht, seht ihr nicht mehr euren Lootstrahl. Deswegen würde ich es drin lassen. Strukturen ineinander platzieren würde ich anmachen. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen zusammenbauen, die Strukturen. Wenn ihr irgendwie manchmal so ein bisschen an gewissen Ecken baut, das ist ganz praktisch. Erlaubt mehrere Etagen auf Dinos. Das heißt, da könnt ihr im Prinzip auf einem Quetzbeutel mehr Etagen bauen, auf einem Plattformsattel. Müsst ihr wissen, tut ein bisschen Performance ziehen. Müsst ihr bei euch ausprobieren. Unbegrenzte Respects. Erlaubt den Spielern, also es gibt so einen Trank im Spiel. Wenn man den trinkt, dann kann man neu skillen. Der hat normal 24 Stunden Cooldown. Macht ihr hier im Prinzip unbegrenzt rein, dann könnt ihr diesen Trank halt auch mehrmals hintereinander benutzen. Ja, Zähmen deaktivieren, macht klar, Leute, ihr könnt aber das Zähmen deaktivieren. Dino-Reiten deaktivieren, auch klar, ihr könnt nicht mehr reiten. Kreativmodus anzeigen, schaltet den Kreativmodus im Pausenmenü, also Schalter für Kreativmodus im Pausenmenü, das heißt, dann könnt ihr einfach in den Kreativmodus wechseln. Geschwindigkeit bei Flugtieren ändern. Wollt ihr eure Flugtiere skillen können, dass sie schneller werden, dann macht den Haken rein, dann könnt ihr auf jeden Fall eure Flugtiere skillen. So, ich bin schon 10 Minuten, sorry Leute, aber es ist gar nicht so wenig Einstellungen, die wir hier durchgehen. Ich versuche es ein klein bisschen zu verkürzen. PvE-Timer, Leute, ist einfach erlaubt, den Wechsel von PvE zu PvP zu vorgegebenen Zeiten. Da könnt ihr halt sagen, jo, dehnen die Uhrzeiten PvE, PvP. Systemzeit im PvE, dann habt ihr im Prinzip ja, eure Realzeit im Spiel oder halt die Spielzeit, das könnt ihr auch einstellen. Allianzen verhindert, dass ihr Allianzen gründen könnt, macht ja schon Sinn.
ja, hier haben wir Stammkrieg erlauben, also im Prinzip, dass ihr einfach einen Stammeskrieg machen könnt oder verschiedenen Stämmen. Gamma deaktivieren heißt, ihr könnt im Prinzip eure Gamma nicht mehr umändern, das heißt, die Helligkeit ist immer gleich. Bauen in Höhlen, Leute, wollt ihr in Höhlen bauen, macht einen Haken rein. Flugsaurier-Transport, auch ganz wichtig, erlaubt es anderen Dinos und Spielern im PvE-Modus mit einem Flugsaurier zu greifen, wenn dies von einem Spieler geritten wird. Ob ihr das braucht, okay, ist eigentlich damit könnt ihr einfach Spieler crabben, die halt auf, also ihr könnt Dinos packen, wo andere Spieler drauf sind. Ja doch, zum Abbauen vielleicht ganz gut, nimmt's mit rein. Zusätzliche Strukturenveränderung erlauben. Das ist damit, Leute, hiermit wird das Bauen in rohstoffreichen Gebieten vollständig verhindert. Einstellung für der Island rund um die großen Berge. Also zum Beispiel an Bau, also so ressourcenreiche Spots, Leute, wenn ihr das halt verhindern wollt, macht einen Haken rein. Strukturenverfall. Deaktiviert den langsamen Verfall 7 Tage von gebauten Strukturen. Das heißt, wenn halt bei euch jemand drauf war und eine ganze Zeit halt nicht zockt, dann gehen die Strukturen irgendwann weg. Ob man das braucht im Singleplayer, weiß ich nicht. Eigentlich eher weniger. Dino-Verfall genau das gleiche, Leute, dann werden aber die Dinos von ihm sterben. Hier könnt ihr diese ganzen Zeiträume für den Verfall einstellen. Er soll höher, soll kleiner sein. Dino-Verfall, PvE-Startzeiten. Und auch die, wenn ihr das halt wechseln wollt in PvE und PvP, werden die wenigsten auch brauchen, Leute. Eigentlich, eher, sagen wir, fast uninteressante Einstellungen. Krankheiten verhindern, Leute. Wollt ihr halt nicht, wollt ihr Krankheiten haben im Spiel oder wollt ihr sie nicht haben? Permanente Krankheiten könnt ihr auch ausmachen. Erlaube Fliegen in Höhlen. Damit könnt ihr zwar auf Fjordur und Asgard fliegen, wenn ihr das reinmacht. Dino-Verfall, natürlich auch, dass die Dinos halt dann, ja, solange, also dass sie halt zerfallen. Plattformstrukturen verhindern, also das heißt, ihr könnt einfach keine Struktur auf Plattform machen. Erhöhte PvP-Respawn-Intervall, das heißt, wenn ihr PvP anhabt und sterbt, dann könnt ihr nicht sofort wieder respawnen. Offline-Raid-Schutz heißt im Endeffekt, wenn ihr offline geht, dann können eure Dinos nicht angegriffen werden. Auch hier könnt ihr sagen, er soll direkt eingehen oder er soll erst irgendwann später angehen, der Offline-Raid-Schutz. Und das Ganze hier auch mit den Respawn-Zeiten und den ganzen Kram. PvP-Strukturenzonen zum Beispiel, dass sie mehr Schaden bekommen. Prägebonus abschalten. Wenn ihr Dinos ja prägt, dann machen sie ja mehr Schaden, wenn ihr sie reitet. Das könnt ihr mit der Einstellung einfach ausschalten. Also eigentlich lasst den Haken draußen. Dino bringen durch jeden erlauben, würde ich schon reinnehmen. Wenn ihr mit mehreren Leuten im Tribe spielt, so kann jeder den Dino prägen. Auch eigentlich ganz wichtig. Kommen wir mal zu einer sehr wichtigen Einstellung, Leute. Ja, also der Kackintervall, wie oft, ja, ihr kackt. Eierlegeintervall, so höher ist, so öfter legen halt Dinos Eier. Auch da probiert ein bisschen durch, was für euch am besten passt. Paarungsintervall, wie oft, oder besser, wie oft sie sich wieder paaren können. Auch da höher, so schneller, probiert es ein bisschen aus. Eischlüpfgeschwindigkeit, Babywachstum, auch das gleiche, Leute. So höher ihr das stellt, so schneller schlüpfen halt eure Babys und so schneller wachsen eure Babys aus. Probiert ein bisschen, wie es für euch die richtige Einstellung ist. Gesundheit von Rohstoffen, damit es gemeint, regelt die Gesundheit von Rohstoffen, Bäume, Erz an, also wie oft sie im Endeffekt wieder, je höher der Wert, desto mehr Schaden muss angerichtet werden. Das heißt, ihr könnt damit einstellen, haut ihr auf einem Baum 10 Sekunden drauf, um 100 Holz zu ernten, macht ihr das Ganze halt höher, dann haut ihr auf einem Baum 30 Sekunden zum Beispiel drauf und bekommt halt 300 Holz. Das könnt ihr damit einstellen. Ja. Rohstoff-Respawn-Zeit, damit ist gemeint, wie oft eure Sachen halt einfach eure Strukturen, die ihr abgebaut habt, wie Bäume einfach respawnen, also so höher ihr es macht, so schneller respawnen sie. Babyknuddelintervall Multiplikator ist, wie oft Babys gekuschelt werden wollen. Häufig bedeutet, dass der Spieler öfter mit Babys kuscheln müssen. Auch da probiert hier bei diesen ganzen Imprint, Knuddel, Prägungs, also diese drei hier, probiert wie auch da aus, was euch am besten gefällt. Tut mir leid, dass ich das so oft sagen muss, aber ich kann euch nicht sagen, der eine will alle 4 Stunden prägen, der andere will alle 2 Stunden prägen, der andere sagt, ein Dino muss in 10 Minuten ausgewachsen sein, der andere sagt, ich hätte gerne lieber einen Tag, weil es mir einfach realistischer wirkt. Deswegen probiert es einfach aus bei Fragen, einfach in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier Prägungs-Stat-Skalierung. So höher ihr das einstellt, so stärker werden eure Dinos durch das Prägen. Ja, Tagzyklus macht halt klar, Leute, wollt ihr einfach mehr Tag, mehr Nacht haben. Soll der Tag schneller rumgehen? Soll der Tag langsamer rumgehen? Genau das gleiche auch für die Nacht. Dann haben wir hier verdirbt. Also das heißt im Prinzip, wollt ihr, dass wenn die Items, wie schnell sie verderben, langsamer, schneller. Itemverfallzeit, genau das gleiche. Zeit bis zum Verwesen der Leichen. Wollt ihr das Ganze höher oder runter stellen?
keine Rohstoffrate und Spieler, Multiplikator, der beeinflusst, in welcher Entfernung von Spielern die Rohstoffe nachwachsen. Das heißt, so höher ihr es stellt, so weiter muss der Radius sein, wir bauen ein Fundament, bis wieder irgendwann ein Baum wächst. Keine Rohstoffe im Radius Strukturen, das heißt von euren Strukturen, also das gleiche halt hier das bei Spielern und das halt für Strukturen. Erntewachstumsgeschwindigkeit, höhere Werte beschleunigen prozentual das Wachstum angebauter Pflanzen, von euren selber eigenen Pflanzen. Ernteverfallzeit, bis halt eure Beete verfallen, das könnt ihr ein bisschen runtersetzen. So Leute, wir haben jetzt hier erstmal schon mal super viele Sachen zum Einstellen gehabt. Und auch bei denen, Leute, wie am Anfang schon gesagt, probiert es durch. Am besten startet mal Standard und probiert mal so ein bisschen, was euch stört und packt dann nach dem im Fall einfach das an und setzt das hoch oder runter. So würde ich angehen. Ich würde nicht im Vorfeld hingehen und sagen, ganz gut, finde ich interessant. Standard starten, dauert euch irgendwas zu lang, ist irgendwas bei euch zu kurz, nervt euch irgendwas, ins Menü gehen und einfach den Regler ein bisschen benutzen. Ja, Leute, Stats Wilder Dino würde ich theoretisch Standard lassen, weil wenn ihr hier denen zum Beispiel mehr Leben gibt, dann haben halt wilde Dinos mehr Leben. Oder ihr wollt also sie einfach schwächer machen, okay, dann macht's halt runter, aber müsst ihr auch selber wissen. Das Ganze geht hier bei gezähmten Tieren. Wollt ihr mehr Leben bei euren gezähmten Tieren haben? Wollt ihr zum Beispiel mehr Gewicht bei euren gezähmten Tieren haben? Spielt ein bisschen rum, wenn ihr sagt, meine Tiere können wir alle zu wenig tragen, macht's ein bisschen hoch. Ist, braucht Beispiel euer Tier zu viel Ausdauer, macht es ein bisschen hoch. Macht eure Dinos euch zu wenig Schaden, macht es ein bisschen hoch. Müsst ihr selber wissen, ob ihr es zu OP haben wollt oder nicht OP haben wollt. Hinzufügen gezähmter Dino pro Level, auch da, Leute, ja, spielt nicht so stark damit rum, sonst zerfälscht ihr eure Werte einfach ein bisschen. Dann haben wir noch Affinität, Stats gezähmter Kreaturen. Dieser Multiplikator ändert die Gesundheit deiner Dinos bei erfolgreicher Zähmung um ein paar Prozent. Er basiert auf dem Grundwert der Dinos und der Effektivität. Ich bin ganz ehrlich, ich würde die beiden einfach Standard lassen. Ja, aber müsst ihr wissen. Das Ganze ist auch jetzt hier für Spieler. Habt ihr bei eurem Spieler zu wenig Gewicht, dann setzt einfach hier die Traglast hoch. Habt ihr zu wenig Gesundheit, setzt die Traglast hoch. Habt ihr zum Beispiel bei Temperaturen Probleme, setzt einfach das auch hoch, ja. Erfahrungsmultiplikator könnt ihr einsetzen, Leute. Wollt ihr durch Craften zum Beispiel mehr EP bekommen? Wollt ihr durch Abbauen mehr EP bekommen? Durch Töten mehr EP? Zum Beispiel spezielle Umstände oder halt zum Beispiel generisch. Zum Beispiel einfach durch das Laufe der Zeit. Also wollt ihr über das einfach passiv mehr EP haben, auch hier einfach alles, wie es euch passt, spielt ein bisschen rum. Wir haben noch ein paar Einstellungen, Leute. Maximale Spieler im Stamm. Wollt ihr mit mehreren Leuten zusammenspielen, macht ihr keine Ahnung, bei 5, könnt ihr mit 5 Leuten im Stamm spielen. Maximale Erfahrungspunkte pro Spieler, könnt ihr auch ein bisschen rumspielen, auch pro Dino. Ladung auf fremden Quetzen, Landungen auf fremden Quetzen, könnt ihr halt einfach einstellen, ob ihr da halt landen könnt. Schaden passiver reitloser Dinos. Bei Aktivierung wird wilden und reitlosen Dinos durch Barrikaden Schaden zugefügt. Das heißt, im Endeffekt, da könnt Dinos an Barrikaden an Schaden bekommen, halt ungerittene. Nur spezifische Engramme erlauben. Bei Aktivierung werden alle Engramme, die nicht in der Engrammliste explizit aktiviert sind, versteckt. Alle Gegenstände und Blaupausen basieren auf diesen versteckten Engramm, werden entfernt. Damit könnt ihr im Prinzip sagen, ihr wollt nur gewisse Engramme im Spiel haben und die gucken uns gleich ganz kurz an, wie man das macht. Schwebende Schadentexte anzeigen würde ich schon mit reinnehmen, weil dann seht ihr, wie viel Schaden ihr an Kreaturen macht. Eigene Rezepte, ihr könnt eigene Rezepte machen. Dino-Zwangs wird dann erlauben, das ist damit gemeint, Leute, wenn euer Fleischfresser zum Beispiel zu wenig Leben hat, dann könnt ihr eben Fleisch ins Inventar legen, benutzt es, dann heilt ihr ein bisschen hoch. Raid-Dino-Nahrungsverbrauch, auch hier könnt ihr halt den Nahrungsverbrauch halt da hochstellen. Effektivität, Spieler selbst erstellte Rezepte, auch hier könnt ihr eure Rezepte noch krasser machen. Den Skill-Faktor bei eigenen Rezepten, Herstellungsbonus könnt ihr hochstellen. Qualität in der Versorgungskiste, wollt ihr besseren Loot in euren Loot-Jobs haben, Leute, Hof einfach hochsetzen. Qualität in der Angelbeute könnt ihr auch hochsetzen, so krasser kommt der Stuff raus. Kraftstoffverbrauchmultiplikator, damit es halt gemeint wie Benzin verbraucht wird, zum Beispiel bei der Schmelze und den ganzen Kram. Und Limit für Bauteile auf Plattform heißt, wenn ihr auf einem Boot beispielsweise mehr bauen wollt, setzt das Ganze hier einfach hoch. Oh, schon mal 20 Minuten, Leute, tut mir leid, aber es sind super viele Sachen.
Und hier könnt ihr halt ein Event aktivieren, wie zum Beispiel das Osterevent. Da müsst ihr einfach den Eventnamen reinschreiben. Ich kann euch mal gerne in die Beschreibung des Videos mal alle Eventnamen, wie sie genannt werden, reinpacken, wenn ihr halt ein Event aktivieren wollt. So, wir haben hier oben den Punkt gebläut, dass man halt nur mit speziellen Engrammen spielen will. Und das könnt ihr jetzt im Endeffekt hier machen. Hier seht ihr alle Engramme, die es im Spiel gibt. Ich überlege gerade auch hier auch die Textsachen. So, und jetzt könnt ihr sagen, aber wir wollen unsere kleine Challenge machen und wir wollen ohne gewisse Dinge spielen, wie ihr wollt, keinen Tech-Bogen. Und dann könnt ihr die hier im Prinzip auswählen und sagt, wo haben wir es hier? Erlaubt den Krammel. Genau, so könnt ihr sie einfach hier mit einfach ausgrauen und dann habt ihr die Ingame halt einfach nicht mehr. Wenn ihr da sagt, ihr wollt euch ein bisschen eine Challenge machen und wollt vielleicht diese Tech-Sachen rausnehmen oder ihr sagt, jo, wir spielen warum auch immer ohne Dino-Sättel, könnt ihr die hier in Kram auf jeden Fall rausnehmen, die halt einfach nicht, oder halt, wo ihr sagt, hey, die sind eh unnötig, dann nehmt sie einfach raus. So Leute, das war's. Ich weiß, ich konnte nicht genau alles exakt erklären, weil es halt auch nicht so einfach ist, weil ihr habt gesehen, wir sind jetzt schon bei, wahrscheinlich nach dem Schnitt bei 22, 23, 24 Minuten und es sind so viele Einstellungen. Habt ihr zu irgendeiner speziellen noch eine Frage? Einfach in die Beschreibung, in die Kommentare posten und ich beantworte sie euch natürlich gerne oder halt ein anderer Schüler, der das Kommentar vielleicht vor mir liest. Also vielen, vielen Dank, wir sehen uns, bis denne.